Herzlich willkommen zur Schulung zum MBS FileMaker Plugin. Mein Name ist Christian Schmitz und seit 10 Jahren entwickle ich das MBS FileMaker Plugin. Inzwischen haben wir 4100 Funktionen. Das werden stetig mehr. Ich glaube, seit ein paar Tagen sind wir sogar bei 4200, weil wieder mal was dazugekommen ist. Letztes Jahr gab es über 600 neue Funktionen. Dieses Jahr haben wir auch schon über 600 oder 700 inzwischen. Das Plugin kommt mit 400 Beispieldatenbanken. Wer also mal eine Woche Zeit hat, so etwa 50 am Tag, dann kommt man da vielleicht mal durch in der Woche. Und es wird ja stetig mehr. Ne? Vor 10 Jahren habe ich ein paar Entscheidungen getroffen. Eine war, nur eine Plugin-Datei auszuliefern. Das macht halt die Installation, die Aktualisierung einfach. Andere Plugin-Entwickler haben sich entschieden, 20 verschiedene zu machen, auch alle separat zu lizenzieren. Haben wir uns auch gegen entschieden. Ich hatte früher mal dieses Modell, dass man einen Teil lizenzieren konnte, aber da ja jeder initial immer nur einen Teil gekauft hat, haben wir immer gesagt, komm, wir geben allen alles fürs gleiche Geld. Also die Preise, die wir heute haben, das sind die Preise für einen Teil von früher. Das Plugin ist einfach zu installieren und zu aktualisieren. Läuft grundsätzlich bei Windows ab FileMaker 7, bei Mac halt ab 8.5, weil seit 8.5 haben wir die Intel-CPUs. Läuft unter Mac, Windows und Linux und vielleicht auch irgendwann unter iOS, sobald FileMaker da mal ein neues FileMaker-SDK mit Plugin-Support bringt. Solange läuft es halt überall außer FileMaker Go. FileMaker Go wird nie gehen, weil man kann ja nicht die App von FileMaker ändern. Man muss dann halt mit dem FileMaker-SDK mal eine neue bauen. Aber ansonsten FileMaker Pro, Advanced, Server, Cloud, WebDirect, alles mit Plugin. Das Plugin muss auch immer da laufen, wo es gebraucht wird. Wenn ich also ein Skript laufen lassen möchte, was eine Dialogbox anzeigt über das Plugin, dann muss das natürlich lokal auf dem FileMaker Pro installiert sein. Dann nützt es nichts, wenn es am Server installiert ist, weil die Funktionalität kommt ja nicht durchs Netz. Und wenn man halt auf dem Server ein Skript ausführen möchte, was irgendetwas macht, eine E-Mail verschickt oder so, dann muss es am Server installiert sein. Eine Entscheidung vor 10 Jahren war auch, nur eine Funktion zu registrieren bei FileMaker, weil in diesem Berechnungsdialog, da passen keine 4000 Funktionen rein. Deswegen halt eine MBS-Funktion und der erste Parameter ist der eigentliche Funktionsname. Der kann natürlich dann auch aus einer Tabelle kommen. Man kann sich eine Tabelle mal mit Daten setzen und kann die abarbeiten und dadurch halt die entsprechenden Funktionen aufrufen. Das ist zum Beispiel für PDF-Sachen ganz nett. Man kann aber auch aus einem Pop-up-Menü den Befehl holen oder aus einer Berechnung und sich dann halt irgendwie überlegen, was man zur Laufzeit nimmt. Zum Beispiel bei den Bildeffekten war das mal ganz nützlich, Funktionsnamen aus dem Pop-up zu nehmen. Da konnte man halt den Effekt auswählen und dann lief immer dasselbe Skript. Viele Funktionen haben Referenzparameter. Das heißt, man bekommt bei einer Funktion eine Nummer zurück. Und die gibt man dann bei weiteren Funktionsaufrufen an, um sich auf dasselbe Objekt zu beziehen. Das kann zum Beispiel sein, eine SQL-Verbindung zu einem anderen Server. Da gibt es eine Funktion, die legt diese Verbindung an. Eine weitere Funktion setzt Parameter. Eine dritte macht eine Abfrage. Und dann gibt man halt jedes Mal diese Referenzparameter mit an. Man sollte seinen Skripten auch nach Fehlern schauen. Jede Funktion kann einen Fehler zurückliefern und sei es nur, dass der Arbeitsspeicher voll ist. Und das sollte man am besten sauber abfangen. Und deswegen gibt es diese IsError-Funktion, die einem sagt, ob der letzte Funktionsaufruf einen Fehler geliefert hat. Da muss man nicht eben den Rückgabewert überprüfen, der ja in der Regel eine Fehlermeldung enthält. Ja, man kann dann halt gucken, ob der letzte Aufruf einen Fehler hatte. Das klappt insbesondere beim Server auch mit mehreren Skripts, die gleichzeitig funktionieren. Also zwei Skripts laufen auf zwei verschiedenen CPUs parallel, machen verschiedene Sachen und das Plugin merkt sich halt den Fehlerstatus pro Skript. So.
Ich wollte jetzt nicht erzählen, was es alles in 10 Jahren Neues gegeben hat. Das wäre ein bisschen lang. Aber schauen wir mal so, was in dem letzten Jahr, in diesem Jahr neu war. Da gab es zum Beispiel diese LDAP-Geschichte, beziehungsweise bei Windows Active Directory. Da kann man über das Plugin halt Informationen abfragen und eben auch Einträge ändern, hinzufügen, löschen. Da FileMaker über LDAP auch die Anmeldung machen kann, ist das zum Beispiel ganz nützlich, um in FileMaker seine Zugangsberechtigung zu verwalten und dann per Skriptaufruf die alle auf den LDAP-Server zu übertragen und damit halt über eine FileMaker-Datenbank seiner Benutzer zu verwalten. Dann gibt es verschiedene DNS-Funktionen, um halt IPs und Domainnamen abzufragen. Übrigens, wenn ihr eine Frage habt, bitte stoppen, sonst läuft das einfach weiter. Dann gibt es die Curl-Funktion. Das ist unsere Funktion für alle Netzwerktransfers. Curl ist eine Open-Source-C-Bibliothek, die ich da benutze, die auch FileMaker intern benutzt für das aus URL-Einfügen, Script-Step. Damit kann man HTTP, FTP, SFTP abfragen und irgendwas hoch- oder runterladen mit diversen SSL-Optionen, mit Proxys, mit Authentication, also Benutzername, Passwortübergabe. Es gibt aber auch Curl-Protokolle wie IMAP und POP3 und SMTP, also E-Mail empfangen, E-Mail verschicken, geht damit auch. Man kann auch über Curl LDAP abfragen. Und noch vieles mehr. Also es ist eine lange Liste von Protokollen, die man auch abfragen kann im Plugin. Die Curl-Transfers können grundsätzlich synchron ablaufen, asynchron oder in einem Hintergrundthread. Das Synchrone ist immer schön, wenn ich ein Skript habe, wo ich auf das Ergebnis warten muss, weil ich es sowieso brauche. Dann kann ich eben auch zum Beispiel bei einem kleinen Webservice-Aufruf kann ich das Skript machen, wo halt direkt im Skript der Aufruf stattfindet, gewartet wird und dann das Ergebnis direkt weiterverarbeitet wird. Wenn man sehr viele Aufrufe machen möchte, dann kann man asynchrone Transfers machen. Das ist dann sehr effizient für, sagen wir mal, 100 Transfers parallel. Das blockiert FileMaker dann nicht so stark und ist auch weniger aufwendig als extra Threads. Wobei der Transfer in einem Hintergrundthread hat den schönen Vorteil, der Transfer läuft im Hintergrund, komme was wolle. Also FileMaker kann irgendwas sortieren in der Zeit, kann Dialogbox anzeigen, also der Transfer läuft einfach weiter. Weil der läuft halt auf einer anderen CPU in der Regel und stört halt nicht. Wenn man den Transfer abgeschlossen hat, kann man einen Skriptaufruf bekommen, wo man dann halt schauen kann, was man macht. Dann kann man Fehlercode auswerten, Ergebnis auswerten, irgendwas machen. Wenn das Ergebnis von dem Transfer eine E-Mail ist, dann kann man sie sich direkt durchs Plugin parsen lassen, also wenn man zum Beispiel über IMAP oder POP3 was runterlädt. Oder wenn man eine Datei runtergeladen hat, dann kann man die sich direkt als Containerwert geben lassen, in ein Containerfeld schieben. Das Plugin berechnet dann halt für PDFs zum Beispiel ein Vorschaubildchen oder für TIFF-Bilder auch ein Vorschaubildchen, sodass FileMaker das direkt anzeigen kann. Und für JPEGs geben wir natürlich FileMaker noch die Größe mit, damit FileMaker auch weiß, dass es das darstellen kann. Und bei dem Curl haben wir auch noch einige Optionen für DNS und TCP-Optionen. Zum Beispiel kann man dabei TCP angeben, wie lange die Verbindung offen bleiben soll, auch wenn die Verbindung sehr langsam ist und vielleicht mal länger kein Datenpaket kommt. Ist manchmal ganz nützlich, wenn man eine langsame Modemverbindung hat, falls es das noch gibt irgendwo. Dann gibt es einen E-Mail-Parser im Plugin. Das heißt, wir können eine E-Mail, die wir entweder als Textdatei irgendwo rumliegen haben, zum Beispiel indem wir den Ordner von Apple Mail uns anschauen, was liegt da drin, oder indem wir direkt mit Curl auf einen IMAP oder POP3-Server gehen, können wir uns eine E-Mail laden, können die auseinandernehmen, können halt den Text dekodieren, die ganzen Umlaute bleiben erhalten, HTML dekodieren, Empfänger dekodieren, Betreffzeile, Anhänge und Header auslesen. Das heißt, wir können beim Header natürlich auslesen, was das für ein E-Mail-Programm geschickt hat, was die Priorität ist, ob da ein Firmennamen mitgeschickt wurde oder so. Wir können die Anhänge in der Datei speichern oder im Containerfeld.
Wir können sie auch in Variablen lassen und direkt irgendwie weiterverarbeiten. Wir können, wenn die E-Mail keinen Textanteil hat, können wir das HTML nach Text überführen, also indem wir den Text extrahieren. Das ist dann ganz nützlich, vielleicht für eine Volltextsuche. Ja, gibt ja einige Leute, die ihre E-Mails in FileMaker verwalten wollen. Da empfehle ich auch übrigens immer, wenn ihr E-Mails in FileMaker automatisch verarbeiten wollt, dann leitet die doch bitte auf dem E-Mail-Server schon direkt in ein separates Postfach, damit ihr euch nicht mit irgendeinem E-Mail-Programm darum kloppt, welche E-Mail schon gelesen wurde, bearbeitet wurde. Und vor allem, wenn euer eigenes Programm eine E-Mail verarbeitet, könnt ihr sagen, das geht alles in einen separaten Account. Alle E-Mails, die da drin sind, sind neu. Ich hole mir immer die erste, ich verarbeite sie, ich lösche sie und dann fange ich wieder von vorne an. Das ist viel einfacher zu programmieren, als sich mit irgendeinem E-Mail-Programm abzumühen, was neu ist oder nicht. So, dann haben wir PDF-Funktionen im Plugin. Da haben wir sehr viel. Da gibt es erstmal die PDF-Kit-Funktion, die auf das Apple-Framework aufsetzen. Und es gibt die Dyna-PDF-Funktion, die auf eine C-Bibliothek aufsetzen, die allerdings auf Cross-Plattform verfügbar ist. Die können wir also auf Mac, Windows und Linux benutzen. Wir können PDFs neu erzeugen, also neues PDF starten, etwas drauf zeichnen, drauf schreiben, Bilder platzieren. Wir können PDFs bearbeiten, zum Beispiel ein PDF, was FileMaker angelegen hat, importieren, Seitennummern ergänzen, Dateien dranhängen. Wir können PDFs anzeigen, das heißt, wir können ein Vorschaubild von einer PDF-Seite als JPEG zum Beispiel generieren, können das anzeigen. Das heißt, wenn man das im Container anzeigen, kann natürlich der Benutzer nicht das PDF einfach klauen, indem er das Containerfeld exportiert oder druckt, sondern wir haben dann nur ein JPEG zum Anzeigen. Wir können natürlich auch PDFs separieren. Hatte ich zum Beispiel mal beim Kunden, da haben wir das PDF in mehrere Einzelseiten zerlegt. Das heißt, wir hatten in der Mediendatenbank zu jedem PDF einen Datensatz pro Seite, hatten da immer das einzelne PDF als Seite und auch den Text von dem PDF, konnten also dann gezielt suchen und konnten dann nur die Seiten anzeigen, indem wir nur die Datensätze angezeigt haben, die betroffen waren. Wir können auch PDFs wieder zusammenführen. Das heißt, wenn man in FileMaker eine Rechnung erstellt über ein Layout und da noch AGBs dranhängen möchte, kann man das über das Plugin machen. Man kann sogar für das Drucken von dem PDF Vorgaben machen. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, dieses PDF soll vorzugsweise Duplex gedruckt werden. Und wenn man das dann im Adobe Reader aufmacht, dann sollte das auch so gedruckt werden als Voreinstellung. Der Benutzer kann es natürlich immer noch ändern. Dann gibt es im Plugin jede Menge PDF-A-Funktionen. Das heißt, wir können neue PDFs generieren und direkt als PDF-A-Format speichern oder vorhandene auch nach PDF-A konvertieren. PDF-A ist die PDF-Variante zum Archivieren. Da sind einige PDF-Features nicht erlaubt. Und die Idee ist halt, dass man dieses PDF auch noch in 10 Jahren mit einer neueren Version auf jeden Fall noch drucken kann, noch anzeigen kann. Es gibt einige Firmen, die inzwischen für ihre Rechnungen PDF-A von den Lieferanten fordern, dass sie also korrekte PDFs haben möchten, die sie auf jeden Fall auch Langzeit archivieren können. Da gibt es in Deutschland inzwischen auch den Zugpferdstandard, der halt definiert, dass man eine PDF-Datei für Rechnung benutzt und dann in der PDF-Datei ein XML einbettet und in dem XML sind alle Informationen aus der Rechnung nochmal enthalten, aber eben für den Computer lesbar. Das eigentliche PDF ist dann nur noch zur Anzeige für den Menschen oder zum Ausdrucken. Und wenn halt so ein Zugpferd-PDF halt automatisch verarbeitet werden soll, kann man sich halt auch über das Dyna-PDF-Plugin dieses XML eben rausholen und kann dann über die XPath-Queries im Plugin natürlich die einzelnen Werte sich holen. Bei Mac kann ich über pdfkit.print ein PDF direkt zu einem Drucker schicken, kann da diverse Optionen eingeben, wie Duplex-Druck oder bestimmtes Papierfach. Kann natürlich auch einen Faxdrucker nehmen und damit direkt auf Mac ein Fax schicken und eine Telefonnummer natürlich dafür mitgeben. Bei Windows kann ich über Dyna-PDF auch ein PDF direkt zum Drucker schicken und damit zum Beispiel vom Server aus drucken. Hatte mal den Anwendungsfall, dass wir eine Lösung hatten,
wo man auf dem iPad etwas eingegeben hat. Da wurde dann ein Rechnungs-PDF erstellt, in Datensatz gelegt. Der Server hat ein Skript ablaufen lassen, das es dann zum Drucker geschickt hat. Das heißt, der Mann hat auf dem iPad drucken gedrückt und wenig später kam es halt aus dem Drucker an der Kasse. Ne? Dann können wir natürlich auf dem Server auch PDFs erzeugen. Wir können aber nicht auf das FileMaker-Layout zugreifen, sondern müssen immer über Skriptschritte gehen. Das heißt, man muss das komplette PDF per Skriptschritte bauen. Man kann natürlich eine vorhandene Seite als Hintergrund importieren und man kann diese Tabellenfunktion im Plugin benutzen, um eine Tabelle als Layout zu nehmen. Und da gibt es auch zwei, drei Beispiele. Für einen Katalog gibt es eins und eins für eine Rechnungserstellung, wie man halt Rechnungen auf dem Server erstellen kann oder am Client. Dann können wir PDF-Dateien optimieren. Das erste Mal gibt es ja ab und zu PDF-Dateien, die so kleine Fehlerchen haben, gerne zum Beispiel auch von FileMaker erstellt. Das kann man halt mit DynaPDF reparieren, da wird das ganze PDF eingelesen, wird standardkonform wieder ausgegeben und wir haben dann ein PDF, was vielleicht ein bisschen kleiner ist, wo vielleicht etwas fehlt, also was kaputt ist. Und dann haben wir also in der Regel ein PDF, was genauso aussieht, aber eben keine Fehlermeldung bringt, wenn man es im Adobe Reader öffnet. Wir können natürlich, wenn wir das schon optimieren, auch die Bilder runterskalieren. Wenn man zum Beispiel in FileMaker ein Bild von einer Digitalkamera in ein Containerfeld importiert, hat man vielleicht ein 20-Megapixel-Bild. Wenn man das dann auf der Rechnung als Logo klein darstellt, dann setzt das FileMaker natürlich gern das Bild an die Stelle. Dann hat man ein Bild mit irgendeiner Auflösung von, was weiß ich, 1000 dpi. Das braucht kein Mensch. Das kann man beim Drucken sowieso nicht sehen. Deswegen können wir das zum Beispiel auf, sagen wir, 150 dpi reduzieren, was in der Regel für den Rechnungsdruck vollkommen ausreicht. Wir können natürlich beim Optimieren auch direkt doppelte Bilder erkennen. Das heißt, wenn auf mehreren Seiten Logos vorhanden sind, und das ist dasselbe Bild, dann können wir natürlich dieses Bild ersetzen, indem wir das nur noch einmal in dem PDF, in der PDF-Datei haben und damit die Dateigröße reduzieren. Genauso bei doppelten Schriften. Und wenn man seine PDFs zum Beispiel mit Adobe InDesign macht, dann kann das die Metadaten mit in den PDF speichern, die es braucht, um das PDF zu bearbeiten. Und diese privaten Daten von InDesign können wir natürlich auch entfernen, weil die braucht ja keiner mehr, sobald man das PDF rausgibt. Fragen? Falls jemand mal digitale Signaturen mit elliptischen Kurven braucht, das hätten wir im Plugin. Man kann einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel erstellen. Man kann die Daten signieren und auf der anderen Seite wieder überprüfen mit dem öffentlichen Schlüssel. Soweit ich mich erinnere, braucht man das jetzt in Österreich für die Registrierkastenpflicht, falls jemand das braucht. Dann können wir über das Plugin assoziative Felder im Arbeitsspeicher halten. Das heißt, man kann quasi eine Tabelle mit einem Schlüssel und Werten im Arbeitsspeicher hinterlegen und sehr schnell abfragen. Die Abfrage ist definitiv schneller als jede Datenbankabfrage, weil sie komplett im Arbeitsspeicher ohne Festplattenzugriff läuft und weil wir die Sachen natürlich indizieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel alle Postleitzahlen von ganz Deutschland und ein paar mehr Ländern, also kann ja noch einen Länderpräfix davor setzen, dann kann man als Schlüssel eben sowas wie DE und die deutsche Postleitzahl und dann CH, die Schweizer Postleitzahl und so weiter, könnte man sämtliche Postleitzahlen der Welt wunderbar in so ein Dictionary laden. Und jederzeit, wenn man irgendwo eine Postleitzahl und ein Land hat, könnte man direkt den Ortsnamen anzeigen. Das ist ein einfaches Beispiel. Man kann auch, wenn man in seinen Tabellen UIDs für die Datensätze benutzt, könnte man zum Beispiel ein Dictionary pflegen, indem man, wo man alle UIDs mit den entsprechenden Texten zum Darstellen reinspeichert und zum beim Kontakt eben den Namen zu dem Kontakt. Und dann könnte man, wenn man irgendwo eine UID hat, über eine Plugin-Abfrage direkt diesen Text eben abfragen, könnte dann überall zu einer UID immer anzeigen, was es ist. Man kann das über eine SQL-Anfrage füllen, das heißt, wenn man das schon in Tabellen hat, ne, UID und eben den Text zur Anzeige, kann man das über eine SQL-Abfrage ganz schnell füllen. Man kann auch, wenn man mal so ein Dictionary im Speicher hat, kann man das auch wieder serialisieren und als Block
speichern in einem globalen Feld zum Beispiel. Und wenn man das einem Webservice übergeben muss, kann man das auch zu JSON konvertieren. Eine lustige Sache ist auch, dass man natürlich das Ganze auch am FileMaker Server benutzen kann. Und diese Dictionaries speichern eben die Daten im Original-Datentyp. Also Container bleibt ein Container und Datum bleibt Datum. Es wird nicht alles nach Text konvertiert. Und beim FileMaker Server könnte halt ein Skript laufen. Also man kann ein Skript triggern, was am Server läuft, was dann auf so ein Dictionary zugreift. Dann kann ein anderer Benutzer natürlich auch ein Skript triggern und auf dasselbe Dictionary am Server zugreifen und darüber Daten austauschen. Auch eine lustige Idee. Dann gibt es im Plugin Funktionen für die Zwischenablage. Bei FileMaker eingebaut ist ja Zwischenablage abfragen und kopieren, aber nur mit einem aktiven Feld. Beim Plugin geht es auch ohne aktives Feld. Wir können auch Dateiverweise in die Zwischenablage setzen oder abfragen. Das heißt, wenn man im Finder Dateien markiert, kann man dann in FileMaker die Pfade abfragen und die zum Beispiel importieren. Genauso im Windows Explorer. Man kann aber auch zum Beispiel sagen, hier kopiert doch mal einen Text in Safari oder in Firefox oder in Chrome und dann kann man in FileMaker wieder den Text aus der Zwischenablage abfragen und da gibt es natürlich die Möglichkeit, Text als einfach Text abzufragen oder Text mit Formatierung oder direkt als RTF-Text oder als HTML-Text, also Quelltext natürlich. Oder man kann auch mal ein Bild in die Zwischenablage setzen. Dann haben wir Funktionen, um Word-Dateien zu bearbeiten. Das heißt, wir können eine Word-Datei öffnen, können natürlich abfragen, was ist da an Text enthalten und können diesen Text in die Datenbank schreiben für eine Volltextsuche über alle Word-Dateien. Wir können aber auch vorhandene Platzhalter durch Text ersetzen und damit Word-Dateien personalisieren. Also ich habe da Kunden schon gehabt, die hatten solche Verträge und haben dann immer die entsprechenden Namen eingefügt und irgendwelche anderen Werte. Und dann konnten sie halt die fertige Word-Datei einem Kunden schicken, der sie dann nochmal, was weiß ich, durchliest, bearbeitet und am Ende halt druckt. Wir können diese Word-Dateien wieder auf die Festplatte schreiben, nachdem wir sie geändert haben. Und es gibt Beispielsanwendungen, zum Beispiel Serienbriefe. Aber ich habe zum Beispiel auch vor kurzem eine Funktion eingebaut, mit der man Bilder tauschen kann in der Word-Datei. Wir hatten also einen Kunden, der dann eben auch noch ein Bild immer in seiner Vorlage hatte. Und das haben wir dann immer ausgetauscht auf das aktuelle Bild für den Kunden. Auch eine nette Idee. Und ich glaube, ich hatte mal einen Kunden, der hat damit Zertifikate designt. Und das Entscheidende ist halt, dass es halt eine Word-Datei ist. Das heißt, man kann es danach immer nochmal einem geben, weil viele Leute haben Word oder etwas Kompatibles. Ne? OpenOffice reicht ja. Und dann kann man das nochmal ändern. Dann Audio- und Videoaufnahmen. FileMaker hatte ja mal eine Funktion dafür. Gibt es jetzt übers Plugin wieder drin. Für Mac macht eine MPEG-4-Datei, bei Windows eine AVI-Datei. Man kann die Geräte auf dem Rechner auflisten, was es so an Videokamera oder Mikrofonen gibt. Kann sich ein, zwei Geräte auswählen. Also ein Audio- und oder ein Videogerät, kann dann beim Video natürlich eine Vorschau anzeigen im Layout von FileMaker direkt und dann eine Aufnahme starten. Und die fertigen Videodateien kann man natürlich wieder in ein Containerfeld importieren, wenn man möchte. Und wenn man schon Videodateien hat, bietet Apple über das Audio-Video-Framework auch die Möglichkeit, Metadaten abzufragen. Das Plugin kann also Videodateien öffnen in verschiedenen Formaten, kann Metadaten abfragen wie Framerate bei Musikdateien, die Lyrics, die Größe in Pixel von dem Video oder die Länge in Sekunden, welche Spuren da enthalten sind, welche Metadaten. Dann kann man Bilder erzeugen von den einzelnen Positionen im Video. Also wenn man eine Videodatenbank hat, kann man dann zum Beispiel anzeigen, so alle Minute ein Bild mal machen und das abspeichern oder die Timecodes abfragen. Das ist eigentlich nur für Mac, weil es auf die Funktion von Apple aufsetzt. Genauso die Adressbuch-API. Da können wir Personen im Adressbuch erstellen
Auslesen ändern. Das heißt, wenn man zum Beispiel seine Kontakte in FileMaker hat, kann man die regelmäßig in eine Gruppe im Adressbuch automatisch exportieren. Und wenn man das dann aufs iPhone oder auf ein anderes Handy synchronisiert, kann man halt, wenn ein Kunde anruft, dessen Namen auch im Display sehen. Da empfiehlt es sich meistens, eine separate Gruppe anzulegen und dorthin zu exportieren und dann regelmäßig einfach die vorhandenen zu löschen und dann drüber zu schreiben. Oder man kann natürlich auch ein Skript schreiben, was schaut, welcher Datensatz ist neuer, welche Felder sind anders und dann die Änderung nur überträgt. Das ist natürlich etwas aufwendiger in der Programmierung, aber geht genauso. Wir können gezielt in dem Adressbuch nach Personen und Gruppen suchen. Wir können dann zum Beispiel suchen, such mir alle Leute, deren E-Mail-Adresse ja, bestimmte Domain enthält, die nach 1960 geboren sind und was weiß ich, in den nächsten 2 Monaten Geburtstag haben oder so. Wir können den Geburtstag auch ohne Jahr speichern und noch vieles mehr. Also wir können auch die Bilder abfragen pro Person. Wir können Adressen formatieren lassen. Also wenn man sie im Adressbuch schon gespeichert hat, kann man natürlich die länderspezifische Formatierung abfragen. Dann gibt es den Event Monitor. Das heißt, das Plugin schaut alle Mausklicks mit und merkt sich immer für den letzten Mausklick, war das ein Doppelklick, war es linke oder rechte Maustaste. Das löst das einfache Problem, dass man ein Skript über einen Button zum Beispiel triggern kann und möchte wissen, wurde der jetzt mit linker oder rechter Maustaste aufgerufen, und dann kann man bei rechter Maustaste zum Beispiel ein Kontextmenü anzeigen und bei linker Maustaste eben nicht. Dann kann das Plugin einige interne Sachen von FileMaker abfragen, zum Beispiel, ob eine Variable oder ein Feld einen bestimmten Datentyp enthält. Man kann also in manchen Skripten eben dann schauen, ist es ein Pfad als Text oder ist es ein Container mit einer Datei direkt. Man kann beim Skript abfragen, Name und ID fürs aktuelle Skript oder die Liste aller Skripte. Und wenn man eine ID von dem Skript hat, kann man auch, wenn man das vom Plugin ein Skript triggern lässt, kann man auch immer die ID angeben statt dem Namen, weil die ID sich seltener ändert als der Name. Und das Plugin kann automatisch einen Datenbank-Design-Report erstellen. Das heißt, man kann ein Skript schreiben, was halt diesen Datenbank-Design-Report triggert. Und dann wird der halt auf die Festplatte geschrieben. Dann kann man dann zum Beispiel jeden Abend dieses Skript laufen lassen und den aktuellen Stand der Datenbank mal rausschreiben. Kann das über eine Versionskontrolle über die vielen Monate und Jahre verfolgen. Und dann kann man alle Änderungen in seiner Datenbank quasi automatisch protokollieren. Also Änderungen an Design, nicht an den Inhalten natürlich. Aber Auditfunktionen hätten wir auch noch im Angebot. Dann können wir SQL-Befehle in FileMaker selber ausführen. Da gibt es natürlich sehr viele Befehle inzwischen, aber einige möchte ich mal hervorheben. Und zwar eben gibt es fertige Befehle, um Datensätze zum Beispiel einzufügen. Da gibt es auch einen Artikel im FileMaker-Magazin auf Deutsch, der das erklärt. Und die könnt ihr auf der Webseite auch runterladen bei mir. So, wir können also einen Datensatz einfügen. Wir können dabei angeben, welche Datei und welche Tabelle. Das heißt, das kann irgendeine Tabelle sein in irgendeiner Datei, die gerade offen ist. Man muss dafür keinen Layoutwechsel machen und man muss natürlich auch vorher nicht wissen, genau welche Felder es alles gibt. Man gibt halt die Felder an, die man füllen möchte. Und natürlich für jedes Feld einen Wert. Wir können auch Datensätze ändern. Das heißt, wir können den Datensatz über 1 bis 3 primäre Felder erkennen. Und dann eben kann man angeben, welche Felder man setzen möchte. Oder halt auch löschen von einem Datensatz, geht auch. Dann können wir eine Datensätze über SQL-Abfragen einfügen. Das heißt, wir machen eine SQL-Abfrage in einer Tabelle und können dann in eine andere Tabelle, die vielleicht in einer anderen Datei liegt, diese Datensätze wieder einfügen. Die Feldnamen können dabei verschieden sein, nur die Datentypen müssen stimmen. Ansonsten muss man es im SQL konvertieren. Das erlaubt es einem sehr effizient, sehr viele Datensätze sehr schnell von einer Tabelle zu anderen zu kopieren. Zum Beispiel eben von einer Entwicklung. Ist das eine Erweiterung zu diesem Befehl SQL ausführen, der ja im Grunde genommen nur ein Select zulässt? Und alles andere ist ja sehr umständlich, bis auf diese anderen SQL-Befehle noch.
Also das Plugin benutzt unter der Haube denselben Befehl wie das SQL ausführen, aber das MBS-Plugin erlaubt halt auch Insert und Update und Delete-Befehle. Und dann gibt es halt nochmal für die Leute, die eben kein SQL von Hand schreiben wollen, diese übergeordneten Befehle, die unter der Haube auch nur einen SQL-Befehl schreiben. Ja. Ja, deswegen, also wir können ein Select machen in einer Tabelle und können dann halt im Plugin über alle Datensätze gehen, die wir gefunden haben und fügen die dann wieder über neue Insert-SQL-Befehle in eine andere Tabelle ein. Ja, ich würde nur darauf hinaus, weil dieses SQL ausführen, das ist ja eigentlich im Prinzip nur Select zu lesen. Ne? Ja, das was FileMaker. Genau, ja, richtig. Genau. Das, übers Plugin, übers Plugin geht da mehr. Okay, ja. Unter der Haube ist das halt dieselbe Schnittstelle, die auch das ODBC-Plugin halt benutzt, wenn man halt von außen über ODBC drauf zugreift. Und das können wir halt im Plugin benutzen, um da sehr viel zu machen. Man sollte natürlich immer darauf gucken, dass der Benutzer selber keine Möglichkeit hat, irgendwo was einzugeben, was als SQL direkt übergeben wird. Sonst macht er vielleicht ein Delete oder einen Drop-Befehl und dann ist die Tabelle weg. Oder Truncate ja in 15 neu. So, dann gibt es die Möglichkeit, Datensätze, die als Tab-Return-Text kommen, direkt in Datensätze zu überführen. Das heißt, man kopiert zum Beispiel in Excel Zellen in die Zwischenablage. Die liegen dann ja mit Tab-Return getrennt in der Zwischenablage. Dann geht man in FileMaker, fügt den Feld ein, startet das Skript ruft die Plugin-Funktion auf, übergibt den Namen der Tabelle, die Datei und die Feldnamen und dann kann das Plugin halt den Text auseinandernehmen und Datensätze anlegen. Dann haben wir SQL-Abfragen zu anderen Datenbanken. Also außerhalb von FileMaker und ohne das, was in FileMaker vorhanden ist. Also das Plugin macht direkt eine Anfrage. Wir können uns da verbinden zu Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, Sybase, SQL Anywhere, Informix, Firebird, Interbase, SQL Base, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, ODBC und SQLite. Und das geht alles über die entsprechenden nativen Treiber, außer natürlich bei ODBC, dann muss es halt ein ODBC-Treiber sein. Aber in der Regel können wir halt direkt auf einen Server gehen und zum Beispiel auch vom Mac zum Microsoft SQL Server über die FreeTDS-Library. Und dann braucht man halt nichts zu installieren. Auch bei MySQL bringt man halt seine MySQL-Bibliothek mit. Die gibt es auch auf meiner Webseite zum Runterladen, wer sie nicht hat. Oder halt bei der MySQL-Webseite kann man sie natürlich auch runterladen. Und dann sagt man dem Plugin halt, wo diese lokale Library liegt und verbindet sich. Und da muss man halt nichts installieren und diese Library, die kann man ja im Containerfeld quasi mitbringen und irgendwo hinschreiben und dann laden. Die SQLite-Bibliothek, die ich da eingebaut habe für SQLite-Datenbank, unterstützt auch die Verschlüsselung und die Volltextsuche. Wer also mal Daten über SQLite austauschen muss, kann das mit dem Plugin machen. Wenn man eine SQL-Abfrage in einer anderen Datenbank macht, ein Select in MySQL zum Beispiel, kann man die entsprechenden Datensätze auch wieder in FileMaker automatisch einfügen lassen. Das heißt, man gibt dem Plugin wieder die Dateiname, Tabellenname und Feldnamen an und dann kann das Plugin die Daten übertragen. Das erhält dann auch natürlich die Datentypen. Also ein Datum bleibt ein Datum, wird nicht zwischendurch als Text konvertiert. Oder Zahlen bleiben Zahlen. Wenn man sowas immer zwischendurch als Text konvertiert, dann gibt es mal Probleme mit Punkt, Komma oder verschiedenen Datumsformaten. Aber wenn man das halt im Arbeitsspeicher als Datumsobjekt hat, dann bleibt es auch ein Datum. Dann kann man natürlich eine Abfrage machen und einfach das Ergebnis als Text bekommen. Also wenn man einfach eine Liste braucht mit allen Ortsnamen, dann kann man natürlich auch nur den Ort abfragen. Dann gibt es Schedules. Das Plugin kann ein Skript, ein SQL-Befehl oder eine Berechnung zu einem bestimmten Zeitpunkt starten, zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Zeit oder bei Langeweile. Das heißt also erstmal, man kann ein Skript starten in 5 Sekunden. Man kann ein Skript starten um 3 Uhr. Jeden Tag um 3 oder nur morgen um 3 oder an einem bestimmten Zeitpunkt, also nächste Woche Donnerstag, 3 Uhr läuft dieses Skript. Oder bei Langeweile. Wenn der Benutzer 2 Minuten nichts gemacht hat, dann hat der Computer Langeweile. Dann kann man das Skript starten. Ja, da können wir also zum Beispiel automatisch Datensätze committen oder halt bearbeiten, abbrechen.
dem Nutzer automatisch ausloggen, wenn er halt nichts macht. Man kann diese ganzen Schedules, Zeitpläne, die man da definiert hat, kann man abfragen, man kann sie ändern und natürlich auch wieder löschen. Nach dem Motto, das hat sich erledigt. Ist noch ein Beispielaufruf, Skript nach 10 Sekunden starten. Wir geben da immer den Dateinamen und den Skriptnamen als Text an und wir können auch ein Parameter durchreichen. Ja. Dann haben wir File System Events. Das ist für Mac. Da können wir also beobachten, ob sich in einem einzelnen Ordner oder im ganzen Laufwerk etwas ändert und dabei zum Beispiel merken, ob sich in einem Container-Ordner, also in einem Ordner, wo die Containerdateien liegen, ob sich da was geändert hat. Das läuft auch, wenn die eigene FileMaker-Lösung eben nicht lief, weil das ist eine Datenbank, die das System verwaltet. Und da kann man halt Änderungen auch in der Vergangenheit abfragen. Ich kann also sagen, sagt mir mal alles, was sich in dem Ordner geändert hat, seit meine Lösung das letzte Mal lief. Und da kann man zum Beispiel merken, dass jemand zum Beispiel eine Word-Datei, die da lag, wieder geöffnet, geändert hat und gespeichert hat. Und dann kann man halt vielleicht diese Metadaten nochmal neu importieren. Ja? Ist das ähnlich wie die Ordneraktion beim Automator? Ja, so ähnlich, aber ich glaube, die werden vom Finder getriggert. Das hier ist ja direkt auf Systemebene, also wenn irgendein Programm irgendwas schreibt, wird es mitgeschrieben. Ich habe das jetzt gerade kürzlich bei uns eingerichtet, dass man dass auf unserem File-Server, wenn eine Scan-Datei in den Ordner kommt, dass eben OCR gescannt wird von einer bestimmten Software auf den Postcomputer. Von einer bestimmten Software, nicht von meiner? Nee, das ist ein OCR-Kit. Also das MBS-Plugin hat auch OCR-Funktionen. Und wir hatten da schon Lösungen gebaut, die halt zum Beispiel regelmäßig schauen, ob in einem bestimmten Ordner Dateien liegen. Da ist es, also die Files.list-Funktion ist sehr effizient. Und wenn man sagt, ich habe den Ordner, ich habe so einen Ordner, den ich beobachte, dann kann ich zum Beispiel ein Skript laufen lassen, was irgendwie alle Minute mal guckt, ob da was drin liegt. Oder ich kann also eben hier über die File-System-Events ein Skript triggern lassen, wenn sich in einem Ordner was ändert. Das Problem ist dann eher, dass da sich vielleicht viel ändert. In der Regel baut man deswegen einen kleinen Delay ein und sagt, teil mir mit, wenn sich was geändert hat, aber 5 Sekunden nach der letzten Änderung oder so. Weil, naja, da wird eine Datei angelegt, das gibt ein Event, dann wird die Datei was reingeschrieben, dadurch ändert sich natürlich die Größe, gibt einen neuen Event, dann wird die Datei geschlossen, gibt wieder ein Event. Also wenn man das dateibasierend abfragt. Man kann auch nur ordnerbasierend abfragen, dann kriegt man mitgeteilt, in dem Ordner hat sich was geändert. Also da muss man dann schauen, was man macht, dass man nicht irgendwie da 1000 Skript-Trigger hat, die laufen. Ich habe das Problem, dass es dann immer gelobt wird. Yeah. Es gab dann eine Änderung und dann hat er quasi wieder OCR gescannt. Ja, ja, wenn du, wieder, ja, ja, sobald du dann die Datei ja selber aufmachst und sagen wir mal, du hast sie fertig, du verschiebst sie, dann wird das ja wieder ein Event triggern. Ja. Deswegen muss man da gucken, dass man sagt, ich gehe jetzt mal eine Runde durch und dann muss ich halt bei den Events, die danach gucken, erst, ob ich was tun muss oder ob da nur jemand mal was geguckt hat. So, dann haben wir Dateifunktionen im Plugin. Jede Menge. Also kopieren von Dateien, verschieben von Dateien, löschen von Dateien, Ordner anlegen, Ordner löschen, Sachen in den Papierkorb schieben, Etiketten abfragen, Tags abfragen zu einer Datei, Größe abfragen, Datum abfragen, sehr viele Dateifunktionen und auch unter anderem das Mounten und Unmounten von Netzwerklaufwerken. Habe ich mal eingebaut für den FileMaker Server, der kann sich da ein Netzwerklaufwerk zum Beispiel nachts um 3 mounten, kann mal ein paar Sachen dahin kopieren und kann es wieder unmounten. Hat den schönen Vorteil, dass der Server sich selber das Laufwerk mountet und man nicht so viele Probleme mit den Zugriffsrechten hat. Weil wenn der Admin an dem Rechner sich das mountet, dann heißt das nicht, dass der FileMaker-Server darauf zugreifen darf. Dann können wir die Informationen über die Laufwerke abfragen, zum Beispiel wie viele Bytes frei sind und kann man dann zum Beispiel automatisch jede Nacht schauen und kann dann sich eine E-Mail schicken, wenn die Festplatte voll ist. Ist halt interessant, wenn man halt große Datenbanken hat, die auch schnell wachsen, dann und naja, die meisten Leute würden wahrscheinlich irgendeine Serverüberwachungssoftware sowieso installieren, die einem das mitteilt. Aber man kann das auch in FileMaker natürlich selber machen.
Und dann können wir prüfen, ob eine Datei geöffnet ist. Das Plugin versucht dann, die Datei exklusiv zu öffnen zum Lesen. Wenn jemand anders die Datei offen hat, scheitert das natürlich. Dadurch können wir zum Beispiel testen, ob eine FileMaker-Datenbank offen ist. Weil man soll natürlich von einer offenen Datei gerade keine Kopie ziehen für ein Backup, weil die wäre ja dann nicht konsistent. Und wir können Standardordner wie zum Beispiel den Temp-Ordner oder den Schreibtisch finden auf dem lokalen Rechner, wo wir laufen. Dann gibt es Hotkeys. Wir können eine Tastaturkombination definieren und automatisch ein Skript ausführen lassen, wenn diese Tastaturkombination gedrückt wird. Hatte ich mal gemacht für eine Gärtnerei. Da hat man zum Beispiel eine E-Mail bekommen in Apple Mail, hat F5 gedrückt, dann lief ein Skript los. Das hat dann FileMaker nach vorne gebracht, sich über ein Apple-Skript den Inhalt der E-Mail-Datei geholt und konnte dann aus diesem Text irgendwas machen. Na, in dem Fall Bestellungen anlegen vor dem Webshop, die kamen nämlich per E-Mail rein. Aber auch sonst kann man natürlich E-Mails automatisch generell halt, man befindet sich in irgendeinem Programm oder man selektiert im Finder eine Datei, drückt eine Tastenkombination und FileMaker importiert die im Hintergrund. Kann man alles bauen, indem man halt mehrere Plugin-Funktionen kombiniert. Dann haben wir sehr viele JSON-Funktionen. JSON brauchen wir heutzutage für Web-Services in der Regel, also für einen REST-Web-Service. Das heißt, wir erzeugen JSON-Daten oder wir parsen sie. Das Plugin kann die JSON als Text natürlich von Funktion zu Funktion immer weitergeben, aber wir können auch einmal das JSON parsen und dann bekommen wir eine Nummer zurück, können diese Nummer bei weiteren Abfragen angeben und dadurch erreichen wir halt, dass wir viel schneller Sachen abfragen können, als wenn wir jedes Mal den ganzen Text neu parsen. Wenn ich also zum Beispiel einen JSON bekomme von einem Webservice, wo 1000 Adressdatensätze drin sind, dann ist es natürlich viel schneller, einmal das zu parsen und dann immer über einen Index die einzelnen Adressen abzufragen, als eben für jede Adresse das separat zu parsen. Ich kann Werte abfragen oder setzen über einen Pfad, das heißt, ich kann sagen, das ist mein JSON-Block, such mal nach dem Eintrag People, such mal nach dem Index 5, such mal nach dem Feld First Name und gib mal den Text zurück. Oder setze eben den Text. Wenn man auf ein Feld zugreift, was es noch nicht gibt, beim Schreiben, dann wird es natürlich angelegt. Dadurch kann ich halt sehr einfach auch JSON-Vorlagen nehmen, ne, für einen Webservice eine Vorlage machen und dann Platzhalter drin lassen und da setze ich halt meine Werte rein. Ich kann auch JSON oder XML einfach in die Datenbank importieren. Da gibt es auch Plugin-Funktionen dafür. Die lesen halt das JSON- oder XML-Datei ein und erstellen automatisch alle benötigten Tabellen und alle Felder und importieren dann die Werte. Das heißt, wenn ich eine neue Datei habe, die ich regelmäßig importieren muss, kann ich die einmal importieren, bekomme alle die entsprechenden Felder, kann mir dann passende Layouts anlegen, ein paar Skripte, die das weiterverarbeiten und kann jedes Mal einfach diese Datei neu übers Plugin importieren lassen. Sollte da mal ein Feld dazukommen, wird es natürlich neu angelegt. Aber ich habe hier mein Skript, das vielleicht auf diese neuen Felder nicht zugreifen würde. Also man kann die natürlich erst nutzen, wenn man entsprechende Skripte oder Layouts bastelt. Aber ansonsten ist das eine schöne Sache, wenn man halt XML importieren muss, ohne eine XLST zu schreiben. Dann haben wir noch JavaScript. Wir können im MBS-Plugin in einem Webviewer, der unter Windows oder Mac läuft, JavaScript ausführen. Wir können aber am Mac auch JavaScript ohne Webviewer ausführen. Das heißt, wenn man irgend so ein kleines Snippet hat, ein bisschen JavaScript für einen Webservice zum Beispiel, die Authentifizierung zu berechnen, dann kann man das hier ausführen, ohne dass man einen Webviewer anzeigt. Dabei kann man für das JavaScript eigene Funktionen definieren, die dann zum Beispiel ein Skript triggern, SQL ausführen oder eine Berechnung durchführen. Ich kann dann JavaScript ausführen, was dann wiederum auf FileMaker eben zugreifen kann, wenn ich diese entsprechende Funktion definiert habe. Und ich kann Variablen abfragen und da setzen in JavaScript. Ich kann übrigens auch AppleScript übers Plugin ausführen und dabei auch Variablen setzen und abfragen im AppleScript. Auch sehr nützlich. Dann haben wir Sockets. Wenn einem die Curl-Sachen zu einfach sind, kann man es sich auch schwerer machen.
und kann TCP und UDP-Sockets direkt benutzen. Ist manchmal ganz nützlich, wenn man irgendein Gerät vorgesetzt bekommt, zum Beispiel eine Waage, hatte ich schon des Öfteren, und man möchte die Waage abfragen und die Waage hat vielleicht einen Serienport, dafür haben wir auch Plugin-Funktionen, oder halt eben TCP-Verbindung. Und da hatte ich schon Wagen gehabt, da hat man sich einfach verbunden über TCP-IP auf die entsprechende IP von der Waage. Und dann hat die Waage, zum Beispiel, wenn sie was gewogen hat, hat sie einem ein Datenpaket geschickt, wo man dann das Gewicht raussuchen kann, aus den vielen Werten, die sie schickt. Und ich hatte auch schon Wagen, da hat man einen Befehl hingeschickt, nach dem Motto, gib mir mal deinen Zustand, und dann hat sie mit dem Gewicht geantwortet. Es gibt auch manchmal medizinische Geräte, die man über so ein TCP-IP-Socket gut abfragen kann. Die haben dann teilweise alle ihre eigenen Protokolle. Da muss man dann jeweils in der Dokumentation nachschlagen. Dann gibt es UDP-Funktionen im Plugin. Das heißt, wir können ein UDP-Socket öffnen, können etwas rundschicken. Wobei TCP-IP-Verbindungen sind immer verbindungsorientiert und mit garantierter Lieferung. Also man bekommt entweder einen Fehler oder es kommt an. Bei UDP ist es anders, da können auch mal Pakete verloren gehen. Dafür habe ich aber das Feature, dass ich Broadcast schicken kann. Das heißt, ich kann ein UDP-Paket an alle Rechner im lokalen Netzwerk schicken, was sich halt gut eignet für Broadcasts, also für eine Meldung an alle Leute. Wir hatten das zum Beispiel mal gehabt, Datensatz ist blockiert, jemand möchte ihn bearbeiten. Wir schicken per UDP an alle Rechner eine Nachricht und dann poppt das auf als Dialog und sagt hier, wer auch immer in dem Datensatz ist, bitte rausgehen. Oder sowas wie Mittagspause. Die Pizza ist da. Dann kann man die maximale Lebenszeit für die Pakete festlegen. Also festlegen, wie viel Router ein Paket passieren soll. Und ich kann Verbindungen über TCP-IP oder über IPv4 also TCP-V6 oder IPv6 und IPv4 nehmen. Gibt ja immer mehr IPv6. Dann haben wir ganz viele Erweiterungen am Mac für FileMaker selber. Zum Beispiel gibt es ein Kontextmenü in vielen Listen, die FileMaker anzeigt, um diese Liste zu kopieren. Also zum Beispiel die Liste der Felder in einer Datenbank. Das Plugin kann auch Skriptschritte einfärben und da zum Beispiel auch die Ifs und die Loops highlighten. Wenn man also auf das If, also das Wenn klickt, dann wird das Ende Wenn farblich hervorgehoben, das dazugehört. Wir können den Beziehungsgraphen durchsuchen, wir können Skripte durchsuchen, also wir können das aktive Skript durchsuchen. Wir können zu bestimmten Zeilen springen. Und damals, man erinnert sich noch, bei FileMaker 11 und 12 hat das Plugin die Zeilennummern hinzugefügt. Dieses Highlighting von den Blöcken sieht man hier in diesem Beispiel. Ist immer wieder ganz nützlich, um sich zu orientieren. Aber eben übergreifend über Skripte kann man noch nicht suchen. Nein, kann man nicht suchen. Aber vielleicht baut der FileMaker mal eine vernünftige Suchfunktion ein, weil die haben das viel leichter als ich. Das Plugin muss ja die Texte, die es da in der Liste sieht, abfragen und dann halt suchen da drin und dann kannst du die halt hervorheben. Auf FileMaker hätte ja viel mehr Möglichkeiten. Die könnten ja über die alle offenen Dateien zum Beispiel suchen. So, dann haben wir hier Unicode-Repräsentationen. Das heißt, wer vor allem Osteuropa oder Asien mit Unicode-Zeichen zu tun hat, wird das vielleicht kennen, dass diverse Zeichen auf verschiedene Arten gespeichert werden können. Zum Beispiel benutzt das Mac-Dateisystem immer die Darstellung mit zwei Zeichen für ein Ä, während man über die Tastatur ein Ä als ein Zeichen eingibt. Das heißt, überall im System wird immer mal wieder konvertiert. Manchmal hat man Texte, die in einer bestimmten Repräsentation vorliegen, braucht aber die andere und dann kann man das über das Plugin hin und her konvertieren. Dabei können wir auch ungültige Zeichen für eine Textkodierung finden. Also wenn ich einen Text habe in einem Feld und weiß, den muss ich jetzt als Windows ANSI übergeben, kann ich das Plugin fragen, ob das geht und welche Zeichen dann diesen Transfer nicht überleben. Dann kann ich auch Textkodierungen reparieren. Wenn ich also einen Text importiert habe im falschen Encoding und das, sagen wir mal, 3 Wochen nicht merke,
und habe dann Datensätze, wo die Texte kaputt sind, kann ich das über das Plugin wieder zurück übersetzen lassen. Dann haben wir im Plugin sehr viele Fensterfunktionen. Fenster verschieben, Größe festlegen, Titel. Wir können Fenster animiert ein- und ausblenden. Wir können auch das Icon bei Windows ändern. Da muss also kein FileMaker-Icon stehen. Da muss auch in der Titelleiste muss auch nicht FileMaker stehen. Und wir können natürlich feststellen, ob ein Dialog offen ist oder was das aktuelle Fenster im Vordergrund ist. Da kann man eventuell im Skript drauf reagieren. Dann haben wir ein Events-Framework von Apple. Damit kann man die lokale Datenbank vom Mac zu Terminen und Erinnerungen abfragen. Wir können natürlich Termine und Erinnerungen anlegen, ändern, abfragen, löschen. Und das ist zum Beispiel ganz nützlich, wenn man zum Beispiel Termine oder Erinnerungen eben von FileMaker in die lokale Systemdatenbank übertragen möchte und sie dann zum Beispiel auf ein Handy synchronisiert. Hatte ich zum Beispiel mal ein Beispiel, das ist auch im Blog drauf, ein Skript, das hat Termine als To-Dos in FileMaker gehabt, hat die dann eben die aktuellen To-Dos in die Datenbank übertragen und dann aufs iPhone synchronisiert. Das heißt, das iPhone hat also aufgepiept, halt, musst du das machen. Dann konnte man das als erledigt markieren am Handy und konnte dann noch dazu schreiben, wie lange das gedauert hat. Und dann wurde das wieder zurück übernommen. Das heißt, das Skript hat also diese vorhandenen Termine durchgeschaut, ob die als beendet markiert wurden, hat das dann in FileMaker übernommen. Und genauso, wenn da wir hatten da so ein Zeichen, ich glaube Raute oder so, haben wir vorne gehabt. Wenn da Raute und eine Zahl steht im Titel, in der Notiz, dann haben wir das übernommen, haben gesagt, das ist dann die Zeit, die es gedauert hat. Das haben wir natürlich dann in die FileMaker-Datenbank übernommen und das war dann nachher natürlich fürs Schreiben der Rechnung nützlich. Dann weiß, wie lange ein Auftrag gedauert hat. Da empfiehlt es sich auch, sämtliche Termine oder Erinnerungen eben an separate Kalender zu übertragen. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen FileMaker-Rechner haben, sonst so ein Robot, der halt irgendwo steht, der 20 Kalender abonniert hat von den einzelnen Mitarbeitern, von jedem einen, und dann in den jeweiligen Kalender vom Mitarbeiter etwas reinschreibt. Die Mitarbeiter haben diese Kalender auch abonniert und bekommen dadurch halt die Termine aus FileMaker auf ihr Gerät geschoben. Nur als Beispiel. So, dann haben wir RSA-Verschlüsselung. Wir können also RSA-Schlüssel erzeugen, private und öffentliche. Können neue Schlüsselpaare erzeugen, ja. Wir können Daten signieren, das heißt, wir können mit dem öffentlichen oder dem privaten Schlüssel etwas signieren und auf der anderen Seite mit dem jeweils anderen Schlüssel wieder überprüfen. Genauso können wir auf der einen Seite mit dem einen Schlüssel das verschlüsseln, auf der anderen Seite wieder entschlüsseln. Man kann also Leuten durchaus einen öffentlichen Schlüssel geben. Die können damit etwas signieren oder verschlüsseln, auf ihrer Seite einem das schicken und man kann es dann auf seiner Seite wieder entschlüsseln oder halt die Signatur überprüfen. Dies ist manchmal ganz nützlich, wenn man halt über eine unsichere Verbindung, also zum Beispiel eine E-Mail, halt vertrauliche Daten übertragen möchte, dann kann man die eben auf der einen Seite passend verschlüsseln, auf der anderen entschlüsseln. Und im Plugin habe ich sehr viele Verschlüsselungsfunktionen und da gab es schon öfters die Anfrage nach einer Verschlüsselung, die eben für PHP kompatibel ist. Das heißt, wir können zum Beispiel AES-Verschlüsselung machen mit 256 Bit, können das verschlüsseln und können dann zum Beispiel mit Curl ein PHP-Skript übergeben auf den Webserver und der kann das dann wieder entschlüsseln. Und dann kann jeder den Verkehr mitlesen, weil das ist dann egal und die Daten sind trotzdem nicht einsehbar. Dann habe ich im Plugin natürlich ganz viele Kleinigkeiten, die es sonst vielleicht nicht auf einer Folie geschafft hätten. Umgebungsvariablen abfragen. Manchmal wird bei Windows im Netzwerk was gesetzt. Name des Mitarbeiters oder so als Umgebungsvariable kann man dann abfragen. Wenn man FileMaker über eine Batch-Datei startet, kann man auch da die Parameter abfragen. Wir können Listen, die wir im Arbeitsspeicher haben und über das Plugin verwalten, können wir wieder rausschreiben oder einlesen. Wir können den Drucker-Dialog beim Mac verbiegen. Bei Windows ist das noch in Arbeit. Und zum Beispiel das Papierfach auswählen. Wir können bei Windows die Management-Instrumentation benutzen, können also abfragen,
was für Festplatten sind auf diesem Windows-Rechner, was für Netzwerkkarten, was steht im Event-Log, was für ein Virenprogramm ist installiert und ganz viele Sachen kann man da abfragen. Wir können Dateien zippen und entpacken. Wir haben vor kurzem eine neue Version rausgebracht, 6.4. Da gibt es neue Funktionen zum Scannen. Scannen können wir schon seit 3-4 Jahren über die Twain-Schnittstelle für Mac und Windows. Dafür brauchen wir aber einen Twain-Treiber. Die werden leider immer seltener. Deswegen habe ich mal angefangen, bei Mac eine neue Schnittstelle zu schreiben über die Sachen, die Apple selber für das Image Capture Utility, also für das Programm Digitale Bilder, benutzt. Damit kann man dann auch Mac sämtliche Scanner bedienen, Flachbettscanner, Dokumenteinzugscanner, kann halt automatisch in Bilddateien scannen. Und dann zum Beispiel über die OCR-Funktion im Plugin direkt Texterkennung drüber laufen lassen und dann in der Datenbank mit Text das ablegen. Dann gibt es die Möglichkeit, Dialoge anzuzeigen über das Plugin. Bei FileMaker gibt es das ja als Skriptschritt, beim Plugin ist es halt ein Funktionsaufruf, deswegen kann man das an verschiedenen Plätzen auch benutzen, kann dann auch ganz viele Sachen einstellen zu den Dialogen und zum Beispiel Eingabefelder anzeigen oder halt Buttons nach Wunsch, eine Checkbox, dass man die Dialogbox vielleicht nie wieder sieht, ja, und noch ein paar mehr Optionen. Dann können wir im Dyna PDF Seite 6.4 deutlich einfacher Bilder auflisten und extrahieren, also wir zum Beispiel eben PDFs importiert für eine Dokumentenverwaltung, kann sämtliche enthaltene Bilder extrahieren, kann natürlich auch Texte extrahieren und viel Spaß mit PDF haben. Dann bietet das Plugin ein verbessertes Kontextmenü seit der 6.4 an. Sieht man jetzt hier mal ein Screenshot. Das heißt, FileMaker bietet im Skripteditor kein Kontextmenü an. Und immer wenn FileMaker keins anbietet, kann das Plugin halt ein Kontextmenü anbieten. Und dort habe ich dann auch noch ein paar Befehle eingefügt für den Skriptarbeitsbereich. Zum Beispiel eben aktivieren, deaktivieren, wo mir immer der Weg oben zur Menüleiste zu weit war. Deswegen Kontextmenü ist viel praktischer. Oder man drückt direkt die Tastenkombination, aber das ist in Deutsch, muss man da 3 Tasten drücken. Das ist ein bisschen umständlich. Da bin ich oft schneller mit der Maus. Bin ja sowieso mit der Maus gerade auf die Zeile am Klicken, dann kann ich auch gleich einen Rechtsklick machen, ein bisschen runter und auf Aktivieren, Deaktivieren. Das Plugin macht auch oben rechts den Kopieren-Befehl für den Skripttext. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Forum-Eintrag schreibe, kann ich mal eben mein Skript kopieren und dort einfügen. Dann gibt es da oben das Suchfeld und das Gehezu-Feld. Da kann man also bei Gehezu kann man natürlich eine Zeilennummer eintippen, drückt Enter und man hüpft zu der Zeile. All diese Sachen kann man auf Wunsch auch gern über Skriptbefehle ausblenden und nach seinen eigenen Wünschen gestalten. Dann mal eine Vorschau auf das 6.5er Plugin, was sich gerade in Entwicklung befindet. Dort gibt es zum Beispiel jetzt die Pop-up-Menüs über das Plugin auch für Windows in schöner. Ja, also gibt es schon länger für Mac. Und bei Windows gab es halt bisher keine Farbe, keine Schrifttypen, keine Stile und auch bei den Häkchen gab es nur eine einfache Variante, gibt es jetzt verschiedene. Wer also Pop-up-Menüs, Kontextmenüs über das Plugin machen möchte, nur zu, gibt es jetzt mit mehr Farbe. Dann hätten wir die Java-Funktion, das heißt, das Plugin kommt grundsätzlich ohne Java aus, aber es gibt halt einige Leute, die diverse Java-Klassen ansprechen möchten und dafür auch die neueste Java-Version benutzen möchten. Man kann die Java-Werte, Java-Klassen instanzieren, kann dann eben Methoden aufrufen, statische Methoden oder auch Methoden auf Objekten. Man kann Werte abfragen und setzen und kann dadurch also ja, beliebige Java-Klassen verwenden. Eventuell schreibt man sich auch eine kleine Interface-Java-Klasse, die man halt davor schaltet, wo man halt seine Methoden macht, die halt die Parameter umsetzen, das, was man halt in FileMaker hat. Wir können da jetzt auch Container übergeben, die werden dann als Byte-Array übergeben und dann kann man die halt in Java verwenden. Dann beim Dyna PDF habe ich auch etwas Mühe reingesteckt in Stile. Das heißt, wir können ein
direkt auf eine PDF-Seite Texte aus FileMaker zeichnen und dabei können wir eben auch die Formatierung verwenden, eben fett unterstrichen kursiv oder Schriften und auch verschiedene Schriftgrößen und auch Farben. Aber da das Plugin SDK keine Schnittstelle hat, können wir keine Tabs und Alignment verwenden. Aber ich denke, es sieht auch trotzdem gut aus. Also links ist der Screenshot von dem FileMaker, der jetzt irgendwie einen Schatten hat. Das ist aber wahrscheinlich Keynote. Und rechts das PDF dazu. Sieht ähnlich aus. Ich meine, die Schriften sind nicht unbedingt genau dieselben. Aber es geht schon. So, dann hätten wir jetzt noch eine Funktion im Plugin, um das elastische Scrollen abzuschalten. Ne? Wer das in FileMaker schon mal gesehen hat, wenn man nach unten scrollt, dann hüpft er da. Das können wir also über das Plugin ausmachen. Und zwar natürlich für Layout und Liste. Das heißt, man muss da eventuell mit einem Script-Trigger das auch wieder anschalten, wenn man das dann doch für eine Listenansicht haben möchte, aber im normalen Layout nicht. Dann bietet das Plugin auch einen neuen Kontextmenü seit der FileMaker-Konferenz kürzlich. Und zwar, wenn man einen Script-Ausführen-Schritt hat, kann man da draufklicken mit rechter Maustaste und das Plugin bietet einem dann an, direkt zu dem entsprechenden Script zu hüpfen. Wobei ich muss sagen, zu einem Script mit dem gleichen Namen zu hüpfen. Weil an die ID komme ich ja nicht ran, aber den Namen habe ich ja. So, dann gibt es noch eine Webseite zum Plugin. Es gibt ein paar Videos auf der Videoseite. Es gibt einen Blog, wo ich regelmäßig schreibe, was es Neues gibt. Und es gibt auch eine Mailingliste, wo man sich anmelden kann, um halt Informationen zu bekommen. Da poste ich zum Beispiel für jede neue Vorversion, also gestern kam ja auch schon wieder eine raus, die PR5 und das schreibe ich halt immer auf dem Blog, das schreibe ich auch bei Facebook und Twitter und LinkedIn und Xing und auf die Mailingliste, damit das möglichst viele Leute mitbekommen. Ja, und jetzt kämen wir dann zum Demo-Teil. Dann machen wir erstmal eine kurze Pause.